Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Die Strompreisentwicklung in Zeiten der Energiewende ist, ich denke, das ist jetzt auch in den Reden rausgekommen, ein wichtiges Thema und es ist sicher auch ein Thema, über das man hochemotionell diskutieren darf. Das haben wir ja heute Morgen auch wieder teilweise erlebt. Trotzdem, glaube ich, ist man gut beraten, auch vor dem Hintergrund dessen, was in den letzten Monaten in dieser Debatte gelaufen ist, ein bisschen mal auch die Fakten zu beleuchten. Kommen wir mal zu dieser 1 Billion von Altmaier, kommen wir mal zu dem Thema Strompreisbremse. Herr Kollege Glück hat es ja auch angesprochen, wie das angeblich notwendig ist. Ich will ihm mal sagen, zu was diese Strompreisbremse führt, und ich zitiere einfach mal aus einem Fachdienst der Energiewirtschaft, der täglich erscheint, Energate, da heißt es wie folgt, Überschrift: ENBW will alle erneuerbaren Projekte stoppen. Ich zitiere: Der Energiekonzern ENBW stellt alle seine erneuerbaren Projekte auf den Prüfstand. Grund ist die geplante Strompreisbremse der Bundesregierung. Zitat Ende. Ja? Jetzt frage ich Sie, wollen Sie das? Das werde ich Ihnen gleich deutlich machen, was ich da damit sagen will. Diese 1 Billion von Altmaier ist schlicht und ergreifend ein Fake. Ja? Was heißt das? Wenn man sich mal anschaut, diese Rechnung, die er gemacht hat, hat keinerlei realen Hintergrund. Sie werden niemanden finden in Deutschland, der ihm diese Rechnung nachvollzieht, nicht mal seine eigenen Leute im Ministerium. Was hat er gemacht? Was hat er gemacht? Er geht hin und legt einen Börsenpreis bis zum Ende der 30er Jahre dieses Jahrhunderts zugrunde auf dem heutigen Niveau. Ja? Wenn Sie sich noch mal zurückerinnern, der Kollege Groh, ich weiß, wo sitzt er? Ist gerade nicht da. Wenn Sie sich noch mal zurückerinnern, gab es ein Gutachten der IHK, im Auftrag der IHK gemacht, vom KIT, das für ziemliche Aufregung gesorgt hat. Dieses Gutachten hat gesagt, ja, die Großhandelspreise steigen bis zum Jahr 2025 um 70%. Um 70%, hat für Mordsaufregung gesorgt. Altmaier sagt jetzt, die Großhandelspreise bleiben bis zum Jahr 2030 auf dem niedrigen heutigen Niveau. Jetzt frage ich Sie mal, ja was denn? Verstehen Sie? Und was ich damit sagen will, ist, da nimmt jeder irgendwelche Zahlen in die Hand, wie es ihm gerade passt. Und wozu führt es? Es führt in erster Linie zu einer Verunsicherung, mit der letztendlich aus meiner Sicht überhaupt nicht niemandem in der ganzen Sache geholfen ist. Und wenn Sie sich die EEG-Umlage angucken, Herr Kollege Zimmermann, da rate ich einfach mal ein bisschen genauer hinzugucken. Keiner kann doch von uns wegdiskutieren, dass die EEG-Umlage im letzten Jahr stark gestiegen ist. Ja? Von 3,5 auf etwa 5,227 plus Mehrwertsteuer. So, ja, jetzt brauchen Sie mir das nicht zu erklären. So, und wenn Sie sich das angucken, diese Steigerung angucken, mal genauer, dann hängt sie am allerwenigsten zusammen mit dem Zubau der Erneuerbaren. Sondern sie hängt zum allergrößten Teil zusammen mit einem zugegebenermaßen in der Öffentlichkeit schwer zu erklärenden Faktor, nämlich wir haben sinkende Börsenpreise, dramatisch sinkende Börsenpreise. Die Börsenpreise sind mehr oder weniger innerhalb der letzten 4 Jahre zerfallen, um die Hälfte. Wir haben heute Börsenpreise von etwa 42 Euro die Megawattstunde. Wir hatten vor 4 Jahren noch 90 Euro die Megawattstunde. Und in so einer Situation, wenn Sie dann Vergütungen im EEG drin haben, Sie haben einen Börsenpreis, der immer weiter absinkt, dann geht die Schere zwischen dem, was Sie an der Börse erlesen können, und das, was Sie draufzahlen, das geht auseinander. Jetzt kommen wir zu Altmaiers Strompreisbremse. Jetzt sagt Altmaier, darauf reagiere ich wie folgt: Ich mache die Strompreisbremse, 1,8 Milliarden will ich einsparen. Ja? Und sein angebliches Ziel ist,
das Niveau der EEG-Umlage auf dem heutigen Niveau zu halten. Andernfalls, so Altmaier, würde die EEG-Umlage in diesem Jahr, im kommenden Jahr auf 7 Cent steigen. Niemand, kein wissenschaftliches Institut belegt ihm diese 7 Cent. Was belegt ist, das ist, was zum Beispiel die vier großen Netzbetreiber haben, eine Veröffentlichung gemacht. Und in dieser Veröffentlichung der vier großen Netzbetreiber geht man davon aus, dass in den kommenden Jahren oder im kommenden Jahr die EEG-Umlage sich leicht um etwa 0,3, maximal 0,4 Cent steigert. Die ENBW in Baden-Württemberg geht in ihren Berechnungen davon aus, das ist auch veröffentlicht übrigens, dass die EEG-Umlage gerade mal für 2014 um 0,2 Cent steigen wird. Und wenn Sie sich dann noch, eine Zwischenfrage jetzt zum Schluss dann gerne, wenn Sie sich dann auch mal noch das angucken, die 1,8 Milliarden, die Altmaier einsparen will, wenn man sich das mal anguckt, was heißt es denn real, dann hat es zur Folge, dass ein Vier-Personen-Haushalt in Deutschland sage und schreibe 16 Euro pro Jahr einsparen wird. Jetzt frage ich Sie mal, ist das eine Strompreisbremse, wenn 16 Euro eingespart werden, wenn umgekehrt der Ausbau der Erneuerbaren in Deutschland komplett zum Erliegen kommen würde? Und dass er komplett zum Erliegen kommt, ist nicht nur meine These, Herr Kollege Rühlke, sondern es gibt ein Papier des Bundeswirtschaftsministeriums, in dem es klar heißt, wenn dieses so kommt, wie Altmaier will, dann werden wir in Deutschland wird der Ausbau in Deutschland der Erneuerbaren zum Erliegen kommen. Und ich finde, das kann niemand von uns, auch in der Opposition, kann niemand wollen. Wenn man hingeht, der Kollege Stober hat es vorhin angesprochen, wenn man hingeht wie Altmaier und sagt, ich will nachträglich in die EEG-Umlage eingreifen bei den Bestandsanlagen. Wenn man hingeht und sagt, ab dem 1. August sollen die ersten 5 Monate neue Anlagen keine EEG-Umlage bekommen, sondern sollen so behandelt werden wie Braunkohlekraftwerke, dann frage ich Sie, wo drin besteht denn da der Sinn? Ja, wollen wir den Ausbau der Erneuerbaren oder wollen wir ihn nicht? Was da damit gemacht wird, ist vor allen Dingen eine Verunsicherung der Investoren in Deutschland, eine Verunsicherung der Energieversorger in Deutschland. Ich habe das Beispiel ENBW gebracht und sowas ist mit uns nicht zu machen, das sage ich Ihnen. Der Kollege Stober und die Kollegin Zietzmann haben angesprochen, Strompreise sind das eine, Energiepreise sind aber nur ein Teil der Debatte. Im Kern geht es um die Energiepreise. Und Energiepreise beinhaltet natürlich auch den Wärmesektor und es beinhaltet den Mobilitätssektor. Und wenn Sie heute mal schauen, Herr Kollege Glück, wenn Sie heute sich mal anschauen, jetzt nehmen wir mal einen Vier-Personen-Haushalt, wie sieht es denn da konkret aus? Und wenn man mal überschlägig rechnet, dann kommen Sie zum Ergebnis, ein Vier-Personen-Haushalt zahlt etwa 2.000-2.500 Euro an Wärmekosten pro Jahr. Er zahlt etwa, je nachdem beruflich, wie man entfernt ist, jetzt machen wir mal überschlägige Rechnung, etwa 1.000-1.500 Euro an Mobilitätskosten und er zahlt etwa 800-900 Euro größenordnungsmäßig für 3.500 Kilowattstunden an Stromkosten. So, jetzt frage ich Sie, jetzt schauen Sie sich diese Faktoren mal an. Alles redet über die Stromkosten. Kaum einer redet über die gestiegenen Wärmekosten, kaum einer redet über die gestiegenen Ölpreise, Gaspreise, all diese Dinge, sondern alles redet über diesen einen Faktor Stromkosten. Jetzt frage ich Sie, ist das gerechtfertigt? Ja? Ist das gerechtfertigt? Es ist doch gerechtfertigt, dass wir insgesamt über die... Die Debatte ist völlig gerechtfertigt, einfach auch mal, um es einzuordnen, um Schluss zu machen mit dieser Panikmache, die letzten Monate insbesondere von dem Bundesumweltminister, aber auch von anderen in CDU und FDP gemacht wurde. Deswegen ist diese Debatte gerechtfertigt. Und vielleicht auch nochmal, und lassen Sie mich einen weiteren Punkt ansprechen, der vorhin hier vom Kollegen Nemeth, aber auch vom Kollegen Glück angesprochen worden. In Deutschland steigen die CO2-Emissionen. Ja? Gut, lassen wir Sie weg, nehmen wir den Kollegen Nemeth. Der Kollege Nemeth hat es angesprochen, in Deutschland steigen die CO2-Emissionen und sind auf einem neuen, höheren Niveau gegenüber letzten Jahr. Stimmt, aber jetzt muss man mal schauen, was sind denn die Gründe dafür bei uns, dass die CO2-Emissionen steigen? Die Gründe sind relativ einfach.
Ich habe vorhin gesagt, der Börsenpreis ist im Keller. Und das führt dazu, dass in Deutschland die Braunkohlekraftwerke derzeit rund um die Uhr laufen. Vor allen Dingen laufen sie rund um die Uhr, weil der Preis für die Emissionszertifikate völlig am Boden ist. Und warum ist er am Boden? Insbesondere die FDP in der Bundesregierung weigert sich strikt, gemeinsam in Brüssel mit der CDU vorzugehen, dass hier es zu einer Reform des Emissionshandels kommt, dass es beispielsweise zum sogenannten Backloading kommt. Das ist das Kernproblem. Ja? Mit Altmaier war ich mir da völlig einig, dass wir eine Reform des Emissionshandels brauchen. Und es ist insbesondere die FDP im Bundestag, die sich hier eine Reform des Emissionshandels verweigert, die auch dazu führen würde, dass wir zu einer Stabilisierung des Börsenpreises endlich wieder kämen, die notwendig wäre. Und eine solche Stabilisierung des Börsenpreises würde wiederum dazu führen, dass auch die EEG-Umlage in Deutschland wieder stabilisiert wird. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns vielleicht noch mal auch einen Blick, vorhin der Kollege Glück hat es ja auch gemacht und ich will es auch mal versuchen, einen Blick zurückwerfen in die letzten Jahre, Jahrzehnte. Wie war da eigentlich die Entwicklung? Manchmal tut mir ja so, dass Strompreise erst so seit der Energiewende steigen würden. Das ist natürlich mitnichten so. Beispielsweise hatten wir im Jahr 1973 Durchschnittserlöse aus der Stromabgabe, die lagen damals bei 10,63 Pfennig. 9 Jahre später, im Jahr 1982, lagen die Erlöse nicht mehr bei 10,63, sondern bei 18,41 Pfennig. Innerhalb von 9 Jahren hatten wir praktisch eine Steigerung von 80%. Und damals dachte noch niemand an die Energiewende und es nur an Photovoltaik dachten damals eigentlich nur ein paar, ich sag mal, grüne Technikfreaks. Damals waren allerdings Begriffe wie Ölpreiskrise und es waren Begriffe wie Ausbau der Kernenergie, übrigens hoch subventioniert seinerzeit vom Staat, kräftig subventioniert. Diese Begriffe waren hochaktuell. Und außerdem, meine Damen und Herren, nochmal, es ist wichtig, dass wir nicht nur den Strompreis betrachten, sondern dass wir natürlich insgesamt die Energiepreise, Wärmepreis, Mobilitätspreis betrachten und hier ein stärkeres Augenmerk drauflegen. Letztendlich geht es darum, die Energiewende bedeutet, und deswegen plädiere ich dafür, dass wir hier sachlich mit dieser Thematik umgehen, letztendlich bedeutet für uns die Energiewende, dass wir unabhängiger werden von Energieimporten, dass wir unabhängiger werden von fossilen Brennstoffen und dass wir unabhängiger werden auch von rasanten Preissteigerungen von fossilen Energieträgern, die es in den kommenden Jahren auch weiterhin geben wird, ungeachtet übrigens der Entwicklung, wie wir es in den USA erleben, mit Shellgas. Weil eins ist doch völlig klar, in einer Situation, wo sie weltweit knapper werdende Ressourcen haben, aber Länder wie Indien, China und andere große Nationen stärker zugreifen, werden diese Preise weiter hochgehen. Und man ist gut beraten, soweit es nur irgendwie möglich ist, sich von dieser Entwicklung abzukoppeln. Und deswegen ist es eine richtige Entscheidung, deswegen ist es eine richtige Entscheidung, die Deutschland getroffen hat, die Energiewende einzuleiten. Deswegen ist es eine richtige Entscheidung, nämlich in Richtung zu gehen, 80% Anteil der Erneuerbaren bis zum Jahre 2050. Und deswegen ist es eine richtige Entscheidung, das EEG auch weiterzuentwickeln, um auf diesem Pfad in Richtung 2050 auch die nächsten Jahre hier weiterzukommen und nicht etwa abzustoppen, Herr Kollege Nemeth. Was heißt es denn, was würde es denn bedeuten, wenn wir jetzt sagen, wir hauen die Bremse rein bei dem Ausbau der Erneuerbaren? Was würde das denn bedeuten? Dann müssten Sie verstärkt auf fossile Energieträger setzen oder dann sagen Sie das, Sie müssten wieder zurück zur Kernenergie. Ich gehe mal nicht davon aus, dass Sie das wollen, sondern Sie müssten verstärkt wieder auf fossile Energieträger setzen. Glauben Sie allen Ernstes, dass wir damit billiger davonkommen? Mach meinen Strom nicht mit Fossilen, was soll denn das? Das ist doch einfach Unsinn. Wir haben in Baden-Württemberg derzeit, wir haben einen Anteil von rund die 20% in Baden-Württemberg und wir haben 80%, die sich aufteilen im Moment auf Nuklear und Fossil. So, das ist doch, ja, ich meine, das behaupten Sie hier keine Trivialitäten, was soll denn das? Vielleicht mal noch ein paar Bemerkungen zu der Frage Stellenwert des Strompreises bei der Industrie.
Es ist wichtig, dass wir das im Blick haben, dass die Industrie bezahlbare Strompreise hat. Das ist selbstverständlich. Ja? Und ich denke, das betone ich auch immer wieder in Gesprächen mit der Industrie, dass wir das im Blick haben. Aber auch da lohnt es sich mal genauer hinzuschauen, welchen Stellenwert haben die Strompreise denn heute in der Industrie. Und wenn man dieses macht und mal hinschaut in Baden-Württemberg auf die Branchen, die wir haben, Automobilwirtschaft, Maschinenbau, Anlagenbau, Elektrotechnik, dann werden Sie Folgendes feststellen: die Strompreisanteile an den Bruttoproduktionskosten in diesen Branchen liegen in der Regel bei 1%, 2% und 3%. Nochmal, ich rede nicht über die energieintensiven Branchen, sondern ich rede über die Kernbranchen hier in Baden-Württemberg. Und wenn Sie in diese Unternehmen gehen und mit den Unternehmern reden, und das mache ich logischerweise sehr viel, das macht man als Minister sehr viel, dann stellen Sie fest, wir haben ein Problem: Energieeffizienzmaßnahmen werden so lange gemacht, solange es um Amortisationszeiten geht, von 1 Jahr, 1,5 Jahre, aber dann nicht mehr. Ja? Amortisationszeiten von 2 Jahren bei Energieeffizienzmaßnahmen werden in der meisten Zeit landen schon in der Schublade. Warum ist das so? Schlicht und ergreifend, weil die Stromkosten heute in der Industrie in diesem Bereich liegen zwischen 1, 2 und 3%. Jetzt kommen wir mal zu den energieintensiven Unternehmen in Deutschland. Ja, zu den energieintensiven. Es ist richtig, dass die energieintensiven Branchen von der EEG-Umlage entlastet sind. Das ist völlig richtig. So, und die Situation ist heute so, jetzt kommen wir auch mal zu einer Grafik, Herr Kollege Glück. Dann sieht eine Grafik bei den energieintensiven Unternehmen so aus, nämlich, dass die Preise sinken. Ja, die Preise sinken. Diese Grafik stammt aus einer Studie im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums, erstellt vom EWI in Köln, vom Energiewirtschaftlichen Institut in Köln. Warum ist es so, dass die Preise sinken? Ganz einfach. Die Preise an der Strombörse sinken, die Zertifikatspreise sind zerfallen, die energieintensiven Unternehmen zahlen keine EEG-Umlage, sie zahlen so gut wie keine Netzkosten, Stichwort Entlastung wegen § 19, sie zahlen keine KWK-Umlage, sie zahlen keine Stromsteuer. Dann frage ich Sie, wo sollen wir die denn noch entlasten? Die sind entlastet von allem. Und den energieintensiven Branchen in Deutschland geht es an der Energiekostenfront heute so gut wie schon lange nicht mehr. Und das meine ich da damit, Herr Kollege Haug. Das Problem, das wir haben, ist die Kommunikation auf der einen Seite. Wenn Leute wie Altmaier rausgehen und sagen, 1 Billion, dann entsteht erstmal Panik, Tage und Wochen lang in den Medien völlige Panik. Und die Realität auf der anderen Seite. Und das ist die Realität. Verstehen Sie nochmal, das ist aus einer Studie, die das Bundeswirtschaftsministerium in Auftrag gegeben hat. Und mein Plädoyer, und deswegen ist diese Debatte völlig richtig, ist es, dass wir die Energiewende nicht gefährden durch solche Geschichten, wie sie die letzten Monate gelaufen sind, durch solche Mondzahlen, die dann in die Welt gesetzt werden von 1 Billion, sondern dass wir hier wieder sachlich auf das Niveau zurückkommen und die gemeinsam von allen Parteien im Deutschen Bundestag beschlossene Energiewende nicht durch solche unsinnigen Diskussionen, wie wir sie die letzten Monate gehabt haben, gefährden. Herzlichen Dank. Herr Minister. Ja.